Das war ein Kobold. Ich habe gerade gedacht, ich hätte sowas wie ein Gargoyle gesehen. Falsch abgebogen. Wollt ihr mir sagen, ihr habt die Südseeamphore gefunden? Sie hat also all diese Zeit überdauert. Es kamen schaurig erschreckende Monster raus. Unglaublich, das ist die Amphore, die auf dem Handelsschiff damals ihren Weg nach Nîmes gefunden hat. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, wie ich mit Lilibet das Parlamentsgebäude besucht und diese Amphoren bewundert habe. Das ist ja fantastisch. Aber ich hoffe doch, dass wir dadurch jetzt nicht wieder diese Krankheitserreger im Umlauf bringen. Nicht, dass wir hier jetzt weit neue Tombéry-Verwandlungen zu beklagen haben. Ja, es trifft halt nur Lalafels. Ihr habt doch erwähnt, dass plötzlich ein paar Nichtsgesandte aufgetaucht sind, als ihr die Amphore an euch nehmen wolltet. Ich glaube, ich weiß, wovon sie angezogen wurden. Nichtsgesandte können Rückstände gewisser magischer Energien ausspüren. Ich vermute, dass in dieser Amphore einmal ein mächtiger Nichtsgesandter eingeschlossen war. Lasst mich mal sehen. Aha, da haben wir es ja. Ein magisches Siegel, eingraviert am Boden. Das Siegel von Mach. Mach? Redest du etwa von der alten Stadt der Magie? Aus dem Märchen? Das Zuhause der Magier der Zerstörung? Ich weiß zwar nicht, welche Geschichten da als Märchen überdauert haben, aber die Stadt der Magie ist definitiv nicht nur eine fiktive Stadt. Wir in Nîmes sind unzählige Male von diesen Invasoren angegriffen worden. Ein eingraviertes Siegel in dem Topf bedeutet, dass die dem Schiff und seiner Mannschaft geholfen haben, mit Mach unter einer Decke gesteckt haben. All das war von Anfang an darauf ausgelegt, dass dieser Topf mit dem eingeschlossenen Nichtsgesandten in Nîmes landen sollte. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr halte ich es auch für wahrscheinlich, dass selbst der Sturm, der das Schiff in eine Notsituation brachte, das Werk dieser verschlagenen Magier von Mach war. Ich würde sagen, damit haben wir endlich unsere Anhaltspunkte. Wir wissen jetzt, wie die Tombéry-Krankheit zu uns gekommen ist. Ich würde euch bitten, mir ein wenig Zeit zu geben, damit ich das noch genauer untersuchen kann. Und du achtest wohl besser darauf, ob dein Körper irgendwelche Veränderungen durchmacht. Nee, sieht noch alles normal aus. Kommando erlernt, Bravade. Kommando, hitzige Bravade. Ah, das ist Dislokation. Der Disolok-Solaktion. Keine Ahnung mehr, was es genau macht. Ich glaube, mir Ätherbalken dafür, dass meine Fee abhaut für 10 Sekunden oder sowas. Oder Equirillium auf die umstehenden Gruppenmitglieder, von denen ich, auf denen ich das gecastet habe, glaube ich. So war das. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Warte mal, Soles, kann es sein, dass deine Nasen und Ohren seit unserer letzten Begegnung ein wenig geschrumpft sind? Nein, dann bist du aus dem Schneider. Keine Sorge, ich ziehe dich doch nur ein bisschen auf. Ich habe weder an der Amphore noch bei den Überresten der Nichtsgesandten, die du niedergestreckt hast, Spuren eines Giftstoffes der Krankheits- oder Krankheitserreger gefunden, der mit der Thornberry-Krankheit irgendwie in Verbindung stehen könnte. Was ich allerdings gefunden habe, sind Anzeichen des Gebrauchs einer Verschleierungsmagie. Ich vermute, dass der Nichtsgesandte, der in der Amphore eingeschlossen war, sich selbst mit Hilfe von Magie unsichtbar gemacht und anschließend das Weite gesucht hat. Seine Verbündeten haben ihm währenddessen nur dazu gedient, dich abzulenken. Dann ist dieser unsichtbare Nichtsgesandte womöglich der Schuldige, der die Tombéry-Krankheit in Nîmes verbreitet hat?
So 100% sicher ist das nicht, aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ausgesprochen hoch. Mir erscheint es jedenfalls plausibel, dass er es vorzog, sich nach 1500 Jahren eingesperrt in so einer Amphore unsichtbar zu machen und zu verschwinden. Zum Kämpfen hatte er nämlich sicher keine Kraft mehr. Aber was ist, wenn er seine Kräfte wiedererlangt? Dann sehen wir uns doch wieder mit einer Verbreitung der Krankheit konfrontiert, so wie damals bei der großen Epidemie in Nîmes. Ja, diese Gefahr besteht. Andererseits sehe ich hier jetzt auch eine Chance für uns. Wenn es uns gelingen würde, den Nichtgesandten auszuschalten, könnten wir ihn untersuchen und hätten damit endlich die Gelegenheit, den Ursprung dieser mysteriösen Krankheit zu ergründen. Das ist wohl wahr, ja. Wir dürfen uns von der drohenden Gefahr nicht einschüchtern lassen, Solas. Ich bin dafür, dass wir diesen Nichtsgesandten ausspüren und ihn niederstrecken. Nicht so schnell, Aika. Ihr müsst bedenken, diese Nichtsgesandte besitzt die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Ich werde also erstmal versuchen, ihn aufzuspüren, während ihr euch auf den entscheidenden Kampf gegen ihn vorbereitet. Dazu möchte ich euch einen alten Freund zur Seite stellen, jemanden, der euch kompromisslos einbläuen wird, was ihr dazu benötigt. Na, das war also doch schon jetzt. Ich habe mich so gefragt, Moment, die trainieren doch irgendwann. Wann war das denn genau? War das Stormblood oder Heavensword? Das sind zwei, Zurito. Na, gute Nacht. Herhören. Ich bin Heiger Tolga. Ich bin verantwortlich für die Kampfausbildung der Seesoldaten von Nîmes. Und von mir werdet ihr lernen, was ihr für den anstehenden Kampf braucht. Ihr macht euch besser auf ein hartes Training gefasst. Ich werde euch sicher nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ihr seid... Das ist Heiger Tolgas, Solas. Ihr wollt uns dem legendären Training der Seesoldaten unterziehen? Welch eine Ehre! Jede Gelegenheit, stärker zu werden, kann uns nur willkommen sein. Dieser Heiger Tolga erinnert mich so ein bisschen mit seiner Trainingsmasche an... Ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt, ob ihr den Anime geguckt habt. Digimon Adventure, erste Staffel auf Kontinent Server, wo die gegen Etemon gekämpft haben, gab es so ein kleines rosanes Digimon, das hieß Piximon. Und da gab es eine Folge, wo die quasi die Digi-Ritter und die Digimon das ganze Haus und alles putzen mussten und Piximon gesagt hat, das gehört alles zum harten Training. Ja, wo die eigentlich nur so die Hausarbeit gemacht haben. Also ja, sie haben schon trainiert, aber eigentlich Hausarbeit gemacht. Und daran erinnert mich Heiger Tolga an dieses Piximon. Das hat auch nochmal gesagt, ihr müsst trainieren. Pixie oder sowas. Nein, Pi hat das gesagt, genau. Und Tai und Agumon haben extra Training bekommen. Wo Tai in seiner Vergangenheit war, wo er Fahrradfahren gelernt hat. Ach, Digimon Adventure. Mir fällt dabei ein, ich habe dieses Jahr noch gar keinen Rewatch gemacht. Ich mache jedes Jahr eigentlich einen Rewatch aus mindestens den ersten beiden Staffeln. Ich habe gehört, ihr schimpft euch neue Seesoldaten, korrekt? Ein Grinseklos mit Brille wie du will ein Seesoldat sein? Haha, dass ich nicht lache. Und du? Du willst einer dieser neuen Generation von Gelehrten sein? Ein schuppiges Püppchen wie du? Wollt ihr zwei echt, dass ich mich totlache? Was sagt er nochmal, als ich ein Mensch war? Da hatte ja nicht ein schuppiges Püppchen. Aber Püppchen glaube ich wahrscheinlich schon. Wollt ihr zwei echt, dass ich mich totlache? Ich meine, solltet ihr mein Training erfolgreich abschließen und die Betonung liegt dabei auf solltet, dann würdet ihr eine wahrlich seltene Truppe abgeben, deren Anblick jemanden gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen bringen kann. Das eine durch euer Aussehen, das andere durch eure Kampfkraft. Wie dem auch sei, wenn ihr das wirklich angehen wollt, dann möchte ich euch jetzt aus voller Lunge rufen hören, dass ihr Seesoldaten seid. Ja.
Schön, dass das Motorrad so laut ist. Wir sind Seesoldaten! Was war das denn? Geht's noch leiser oder uninspirierter? Ist dein spitzes München nicht mehr zu gebrauchen? Wenn ihr vorhabt, wirklich Mitglieder dieser Truppe zu sein, dann schreit es euch gefälligst mit voller Kraft aus dem Leib. Wir sind Seesoldaten! Durch und durch! So ist's gut, so gefällt mir das. Das ist der Elan, der aus euch sprudeln muss. Es ist sowas von Pixieman aus Digimon. Wenn ihr wahre Seesoldaten sein wollt, merkt euch das. Dann will ich euch jetzt mal eure jeweiligen Trainingsaufgaben geben. Erstmal zu dir, Püppchen. Hier treibt sich irgendwo so ein angeberischer Söldnerhauptmann, der Marmolja, herum. Ich möchte, dass du den ausfindig machst und ihn grüßt, indem du ihn schön hochmütig verlachst. Diese dreckigen Marmolja machen sich einfach im Palast des Wanderers breit. Wenn die dich angreifen sollten, dann liegt es an dir, sie mal gehörig leiden zu lassen. Geh, du weißt, was du zu tun hast. Zack, zack. Totlachen. Okay. Ich such mir schon mal das Emote raus mit Totlachen. Da. So, Favoriten. Ja. Müsste hier eigentlich irgendwo sein. Da. Was Schuppenlose wollen? Etwa sich... Schuppenlos. 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 Sie sind sehr schuppenlos, ja. Was Schuppenlose wollen? Etwa sich lustig machen über uns? Na warte, alle herhören, auf sie mit Gebrüll! Oh, da habe ich ein paar mehr erwischt, als ich wollte. Kommt drauf an. Ich bin jetzt eine Stunde dran. Wenn es noch eine Stunde geht, dann ja. Wieso fragst du? Also mit dem Charakter habe ich halt sonst nichts, was ich machen könnte. Allein. Außer Haitidi-Brand, aber mal gucken, ob ich das heute anfange. Ich bereue es langsam, dass ich mir die Kutsche gekauft habe. Ein Gehilfe hat 99 Sedimentwertsteine auf dem Markt von Ishgard für 1100 Gil verkauft. All deine Waren auf dem Markt von Ishgard wurden verkauft. Ich habe mich verlaufen. Da muss ich hin.
Also gut, ihr habt beide eure Aufgaben bewältigt. Irgendwie zumindestens. Naja, immerhin. Dafür habt ihr euch mein Lob verdient. Ha, aber nur in euren Träumen. Warum habt ihr diese läppischen Aufträge denn nicht schneller erledigt? Ihr seid die reinste Komiker-Truppe. Aber ich dachte, bei allem gebührenden Respekt, aber die Aufgaben, die ihr uns gegeben habt, warum soll ich denn diesen komischen alten Mann mit Salamanderöl einreiben? Ich verstehe nicht, was mir diese Art von Training bringen soll. Das wundert mich nicht, dass du das nicht verstehst. Das ist... Bitte. Ich guck jetzt nach. Ich würde gerne wissen, wann das denn auftaucht. Salamanderöl. shit, wo war das denn jetzt? Da. Ah, Moment. Da. Geh doch drauf. Re. So. Digimon Adventure Folge 18. Schule des Lebens. Das ist die Piximon Folge. Gucken und vergleichen. Das wundert mich nicht, dass du das nicht verstehst. Denk mal in Ruhe darüber nach. Und du, Gelehrte? Du bist wirklich ganz allein in diesem Kampf hineinspaziert? Ist das denn zu fassen? Ihr merkt euch besser eines, auf dem Schlachtfeld gibt es kein Erbarmen. Seid ihr zu schwach, kostet das eure Gefährten ihr Leben. In einer Truppe wie der unseren können wir keinen Klotz am Bein brauchen, der seine Mitstreiter in Gefahr bringt. Keinen einzigen. Jeder muss ein Mindestmaß an eigenen Können mitbringen. Du, mein lieber Grinseklos, darfst ruhig deine Naivität ein wenig zurückfahren. Und du, Püppchen? Ich hoffe, du konntest aus deinem Kampf gegen so viele Gegner auch eine gewisse Lehre ziehen. Ich möchte jedenfalls von euch beiden, dass ihr euch das heutige Training nochmal durch den Kopf gehen lasst. Wenn ihr nämlich nicht dazulernt, dann könnt ihr weder den unsichtbaren Nichtsgesandten niederstrecken, noch die Betroffenen irgendwann von ihrer Krankheit erlösen. Ja, jawohl, Ich war da wohl etwas zu arg einfältig, aber ich bin fest entschlossen. Ich werde ein Seesoldat, auf den ihr stolz sein könnt. Und ich werde diesen Nichtsgesandten niederstrecken. Ihr werdet schon sehen. In mir steckt die Seele eines Seesoldaten, eines echten, wahren Seesoldaten. Ja. Ich muss nochmal gucken, was die Dislokation macht. Also ich glaube, Dislokation ist hier das, wenn ich Adlocuium, also diese Dynamisieren quasi, was dann der Typ hat,
dem ich das gebe, hat, dass das erweitert in seinem Umkreis. Du erweiterst die Wirkung von Dynamisieren, das du selbst beim Ziel bewirkt hast, auf die Gruppenmitglieder in seiner Nähe, genau. Reicht 30 Jalme und der Radius ist 10. Okay. Stufe 58, okay. Apotropin. Du regenerierst beim nächsten Erlangen den Dimension- oder Katalyse-Status LP in Höhe der Schadensreduktion, die der Dimension- oder Katalyse-Barriere gewährt hätte. Also, genau, das ist die Heilung. Die ist gut, die ist gut. Dann mache ich statt ein Schild eine Heilung rein. Solis, Alka-Solka, seid mir gegrüßt. Wie geht euer Training voran? Solis macht auf jeden Fall große Fortschritte. Ich denke, ich kann das ganz gut beurteilen. Ich bekomme das bei unserem Training unter Alka-Tolga ja hautnah mit. Bei mir geht es etwas schleppender voran. Ich war bisher ja hauptsächlich ein Autodidakt und habe mich dabei ganz auf das Wissen der Steintafeln verlassen, die wir entdeckt haben. Das ist das Training, das Alka-Tolga uns nun angedeihen lässt, schon von einem ganz anderen Kaliber. Ich habe noch viel aufzuholen und viel zu lernen, aber genau dafür widme ich mich jetzt auch dem Training unter Alka-Tolga, damit auch ich eines Tages stark genug bin, um mich einen echten Seesoldaten nennen zu können. Fein, Alka, es ist immer schön, ambitionierte Talente in Aktion zu sehen. Das war damals so und so ist es auch heute noch. Eine wahre Freude. Also immer weiter so. Dann werdet ihr das auch schaffen. Ich müsste euch übrigens auch dieses Mal um eure Hilfe bitten, Solis. Wie ihr wisst, versuche ich den unsichtbaren Nichtsgesandten aufzuspüren. Ich habe auch schon alles nur Erdenkliche versucht, nur leider bisher ohne Erfolg. Ich schaffe es einfach nicht, ihn aus der Defensive zu locken. Die Methoden, die mir durch meine Magie zur Verfügung stehen, zeigen jedenfalls keine Wirkung. Das war zu befürchten. Die magische Stadt Mach stand damals im Krieg der Magier ja in Konflikt mit Niem. Der Nichtsgesandte wurde damals sicher auserwählt, weil er gegen solche Versuche, ihn aufzuspüren, immun ist. Genau diesen Anschein hat es leider. Deshalb möchte ich nun allerdings neues Wissen zur Rate ziehen, das mir bisher nicht zur Verfügung stand. Irgendwo muss es doch aktuelle Forschungsaufzeichnungen oder etwas in der Art zu den Nichtsgesandten geben. Die Thaumaturgengilde müsste durchaus über solche Aufzeichnungen verfügen. Die Forschung in Sachen Magie und Nichtsgesandten hat in Ulda seit jeher floriert. Nicht umsonst ging die Perle der Wüste 1 aus dem magischen Reich Beladia hervor. Aha, dann leben dort womöglich auch solche, die von den Magiern aus Mach abstammen. Wenn das so ist, dann stehen unsere Chancen vielleicht doch ganz gut, an die Informationen zu gelangen, die wir so dringend benötigen. Was sagst du, Solis? Würdest du dich bitte auf dem Weg dorthin machen? Das ist auf jeden Fall eine Spur, die es wert ist zu verfolgen, Solis. Ich schlage vor, du sprichst mit Prälatin Yayake von der Taumaturgengilde. Sie liebt alte Schriften und Bücher und sie ist eine Freundin von mir. Eigentlich würde es sich ja anbieten, dass ich dich dabei begleite, aber ich stecke hier noch mitten in meinem Training und komme damit nicht so recht voran. Außerdem muss ich mich auch noch um diese neuen Rekruten für die Seesoldaten kümmern. Seesoldaten! In uns steckt die Seele eines Seesoldaten! Eines Seesoldaten! In diesem Sinne, du machst das schon mit Yayake. Auf, jetzt wird trainiert! Seesoldaten! Ein bisschen zu überambitioniert, würde ich sagen. Teleport.
Warum wollte ich da gerade hinrennen? Was ich aber tun kann, ist mir... Irgendwie gefällt die mir nicht, was ich gerade anhab. Ich bin erstmal weg hier. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Johannes. Zock nicht wieder bis 1 Uhr. Mob, mob. Entweder das oder wir nehmen das. Sieht doch ganz cool aus. Mach die mal eben nackig, weil ich die Hose ändern will. Genau. Hierzu. Jetzt nochmal das anziehen. Sieht das aus. Okay, eine Hose ist schon irgendwie passender. Wir lassen das mal so. Willkommen in der Taumaturgengilde. Kann ich irgendwas für dich tun? Aika? Aika Solka? Welche Überraschung, aus deinem Munde den Namen meines alten Freundes zu hören. Es ist ein genauso großer Bücherfreund wie ich selbst. Wenn er meine Hilfe braucht, kann ich mich natürlich nicht verweigern. Ja, ja, ich erinnere mich durchaus. Wir hatten hier einen Folianten aus der 5. Ära des Lichts, in dem solche Nichtsgesandte behandelt wurden. Die Unsichtbaren war der Titel des Werkes. Allerdings befindet sich dieser Foliant nicht mehr in unserem Besitz. Ein Forscher unserer Gilde hatte besagten Folianten zu Forschungszwecken mit auf eine Expedition genommen. Er ist von dieser Reise allerdings nie zurückgekehrt. Seitdem sind nun bereits 5 Jahre vergangen. Die Expedition sollte ihn damals ins westliche Hochland von Kuetas führen. Ich habe gehört, dass die Schäden durch die kurz vorangegangene Katastrophe in der Region sehr groß gewesen sein sollen. Nun, falls sich das alles nicht davon abhalten sollte, die Suche nach diesem Folianten weiterzuführen, steht er es dir natürlich frei, direkt die Spur unseres verschollenen Forschers zu verfolgen. Zuletzt wurde er wohl gesehen, als er sich auf dem Weg nach Falkenhorst befunden hat. Ah, Falkenhorst. Was ich machen kann, ist Gruppensuche. Schade. Manchmal ganz komisch. Manchmal ist das ganz komisch. Krämerklinge sucht dich. Ja, okay.
Da. Ja. Nett. Tausend ist nicht viel, okay. So, Teleport. Falkenhorst. Oh, wenn das nicht die Werte Solis ist, wie kann ich dir denn heute behilflich sein? Du bist auf der Suche nach einem nichtsgesandten Forscher, der vor 5 Jahren auf dem Weg nach Falkenhorst war? Das könnte schwierig werden. Naja, vielleicht wendest du dich mal an Subin. Sie ist für all die Unterlagen verantwortlich, die von vor der Katastrophe in dem Gebiet stationierten Einheiten zurückgelassen wurde. Ach ja, Falkenhorst. Vor der Katastrophe. Es war ein Zelt. Und ich glaube, ein Turm. Wie? Aha. Du suchst einen verschollenen nichtsgesandten Forscher? Ein nichtsgesandten Forscher ist ja nicht gerade alltäglich. Mal sehen, vielleicht kann ich da was tun. Warte bitte einen Augenblick. Aha. Ah, da haben wir es ja. Ich habe einen Eintrag gefunden, der besagt, dass er erst eine Weile in Falkenhorst verbracht und dann ein Flussboot die Nordstern bestiegen hat. Als die Katastrophe über uns hereinbrach und der schwarze Prima hier wütete, sind viele Boote gesunken und auf Grund gelaufen. Diejenigen, die Glück hatten und es am Land geschafft haben, wurden daraufhin allerdings von Monstern angegriffen. Ich glaube kaum, dass jemand das überlebt hat. Die auf Grund gelaufene Nordstern liegt noch heute dort von Eis umschlossen, wo es passierte. Du kannst das Wrack ja gerne untersuchen, sei aber ausdrücklich vor dem gewahrt, was dort kreucht und fleucht. Bam, bam. Bam, bam, ba-da-da-da. Ah, sieh mal einer, guck. Oh nein!
danach kommt, glaube ich, nur noch eine, ne? Danach dürfte nur noch eine kommen. Und dann 21 dran, dann kann ich theoretisch noch mit Hildebrand anfangen. Obwohl, wir haben jetzt 40 Minuten. Wenn wir es in 10 Minuten schaffen, lohnt sich das, glaube ich. Frage ist, was soll ich halt die andere halbe Stunde machen, wenn ich es nicht mache? Ich mache einfach Hildebrand hier. Hast du etwas gefunden, das uns weiterhelfen kann, Solis? Oha, was haben wir denn da? Der Foliant hat zwar schon bessere Tage gesehen, aber die Schrift ist noch lesbar. Wenn ich mich dadurch gearbeitet habe, werden wir hoffentlich endlich eine Methode haben, den unsichtbaren Nichtsgesandten aufzuspüren. Die Unsichtbaren? Das ist ja großartig, Solis. Damit haben wir wohl endlich etwas in der Hand, wie wir den Nichtsgesandten finden können. Ich kann übrigens auch Fortschritte vermelden. Dank Helga Tolgas Training beherrsche ich jetzt eine neue Technik und unsere zwei Rekruten haben sich auf ein paar Kampftechniken der Seesoldaten angeeignet. Wenn ich weiter so fleißig trainiere und zu dir aufschließe, dann hat der Nichtsgesandte schon bald absolut nichts mehr zu lachen. Na, dann ist ja alles auf Kurs, wie es mir scheint. Überlass den Rest vorläufig mir. Ihr seht zu, dass ihr schön fleißig weiter trainiert und bereit seid, wenn der Tag des großen Kampfes kommt. Today is the day where all you lose. Dissipation. Du schickst deine Fee weg, um im Gegenzug die maximale Stapelzahl Ätherfluss zu erhalten. Außerdem ist Wirkung deiner Heilmagie um 20% erhöht. 30 Sekunden nach Ende der Wirkungsdauer kommt die Fee wieder zurück. Während der Wirkungsdauer kann Eos Beschwörung und Selimbeschwörung nicht ausgeführt werden. Bedingungen im Kampf und Fee ist anwesend. Genau.